Hallöchen! Wie ihr im Glas schon erkennen könnt, ich zeige euch heute wieder ein Buch, das ich aus diesem Glas ziehen werde. Und ihr dürft wie immer mitgespannt dabei sein, was ich denn ziehe. Und ich erzähle euch ein bisschen darüber, wie dieses Buch zu mir gekommen ist, falls es da noch eine besondere Geschichte dazu gibt. Zuerst aber möchte ich nochmal sagen, ich habe bisher bis auf Januar und Februar, März und April die Bücher, die ich gezogen habe, habe ich gelesen. Fand ich auch beide sehr schön. Und ja, ich bin gespannt darauf, was jetzt auf mich wartet. So, es ist, ich würde behaupten, ein Liebesroman, schätze ich mal, von Nicholas Sparks, Wie ein Licht in der Nacht. Und das hole ich euch mal. So sieht das gute Stück aus, jedenfalls in meiner Ausgabe vom Heine Verlag als Taschenbuch. Ich glaube, es gibt dazu auch schon einen Film. Ich kann euch jetzt leider gerade nicht sagen, welcher das ist, also ob der einen anderen Titel trägt. Wenn ich ihn finde und daran denke, dann blende ich ihn euch auch nur hier ein, aber gerade eben spontan kann ich euch das nicht sagen. Worum geht's darin? Niemand im Küstenort Southport weiß, wer die neue Einwohnerin Kate ist und woher sie kommt. Sie lebt völlig zurückgezogen und vermeidet jeden Kontakt mit anderen. Erst dem jungen Witwer Alex, der zwei kleine Kinder hat, gelingt es langsam, ihr näher zu kommen. Doch Katie hütet ein dunkles Geheimnis. Wird sie für die Liebe alles aufs Spiel setzen? Ja, klingt schon mal interessant. Ich habe schon länger keinen Sparks mehr gelesen, deswegen freue ich mich durchaus drauf. Und ich kann euch eigentlich nur dazu erzählen, dass es ein Mängel. Doch, eigentlich war es ein Mängelexemplar, aber es ist gar nichts drauf gestempelt. Mittlerweile nun natürlich etwas vergilbt, steht schon durchaus länger bei mir im Regal. Also wird es auf jeden Fall Zeit, den hier mal zu lesen. Genau. Ich freue mich drauf, wird ein Buch im Mai werden. Außerdem dürft ihr euch auch freuen, denn es rückt das zweijährige Jubiläum meines Kanals näher und ich habe mir da so ein bisschen was überlegt. Ich möchte natürlich noch nicht zu viel verraten, aber schaut ruhig des Öfteren hier in Zukunft vorbei, beziehungsweise abonniert einfach gleich meinen Kanal und dann verpasst ihr nichts mehr. Denn es wird eventuell sowas wie eine Verlosung kommen und ich freue mich riesig drauf und ich hoffe ihr auch. Deswegen schaltet ruhig beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht ist es schon eines der nächsten Videos, deswegen ja, seid gespannt und guckt immer mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und lest schöne Bücher. Tschüss!